Anzeichen, dass ein schüchternes Mädchen dich mag. Sie redet mit jedem, außer mit dir. Das bedeutet nicht, dass sie dich nicht mag, sondern einfach sich nicht traut und nervös ist, mit dir zu reden. Süß, okay. Sie redet mit jedem, außer mit dir. Das ist das erste von vier Anzeichen, die sie noch auf Lager hat. Wir sind heute hier, um dir aus Sicht von Experten, das ist meine eine und mein Kollege Makako, da lächelt und winkt er gerade, dir heute zu sagen, was daran stimmt und was du daran ändern kannst, falls du nicht weißt, wie du mit Frauen flirten solltest, wenn sie schüchtern ist. Also, wir machen das schon seit über 10 Jahren und wir helfen Männern mit Herz dabei, die Frau zu verführen, die sie wirklich lieben, ohne sich dabei wie irgendein Assi, Arsch, Macho oder sonst jemand zu verhalten, der sie nicht sind, wo sie sich eine Maske aufsetzen würden, was sie nicht wollen. Also, mein Lieber, von den restlichen 3 Anzeichen wollen wir gleich sprechen. Das allererste direkt auseinandergenommen. Sie redet mit jedem außer mit dir, sagt sie. Okay. Das erste, worauf wir uns hier fokussieren müssen, ist diese Verkopftheit. Dieses ständige nur an sich selber, nicht an sich selber denken im Sinne von ich denke nur an mich, ich möchte nur für mich einen Vorteil ausholen, sondern dieses immer nur im Kopf sein mit dem, was mache ich denn richtig, was mache ich denn falsch, wie komme ich gerade an, wie komme ich rüber, sieht das komisch aus, wenn ich mich so bewege, sieht das komisch aus, wenn ich so rede, denken Sie, dass ich komisch bin, wenn ich das sage oder wenn ich was anderes sage. Das sind Gedanken, die nicht nur du, mein Lieber, höchstwahrscheinlich öfters hast, sondern auch sie öfters hat. Das können wir in der Tat bestätigen aus hunderten von Situationen, die wir schon so erlebt haben mit unseren Kunden, mit Frauen in der echten Welt. Und wir können dir sagen, Frauen sind genauso nervös wie du. Und wenn sie mit jedem anderen redet, außer mit dir, dann solltest du das in der Tat als erstes einfach als Signal dafür nehmen, dass sie genauso wie du nervös ist, dass sie schüchtern ist. Und es ist sogar viel besser, wenn du davon ausgehst, dass sie schüchtern ist. Denn du kannst, wenn du wahrnimmst, dass eine Frau mit anderen Menschen redet oder anderen Männern mehr Aufmerksamkeit schenkt als dir, dann hast du 2 Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass du davon ausgehst, okay, sie mag mich nicht. Davon kannst du ausgehen. Und wie ein Sprichwort so sagt, ob es so sein wird oder nicht, du wirst in beiden Fällen Recht behalten. Du kannst allerdings auch davon ausgehen, sie ist wahrscheinlich schüchtern und redet deswegen nicht mit mir. Und das nennen wir ein Selbstbewusstsein stärkender Glaubenssatz. Das bedeutet, dass wenn du letzteres annimmst, du auch selbstbewusster in die Konversation mit dir oder auch selbstbewusster in den Tag hinein starten wirst. Und damit wirst du auch mehr Erfolg bei Frauen haben, denn du wirst von Anfang an mehr daran glauben, dass sie dich ebenfalls mögen. Das heißt, das Schöne ist dabei, es ist wirklich egal, ob sie schüchtern ist oder nicht, denn du solltest in beiden Fällen davon ausgehen, dass sie schüchtern ist. Das wird dir in der Tat helfen, in der Konversation, beim Flirten mit ihr und dass du dann einfach, wenn du dann mit ihr sprechen solltest, das auch viel freier machen kannst, ohne Angst zu haben, dass sie dich nicht mag. Denn sie mag dich schon. Ja? Auch wenn das noch nicht stimmt, ist das eine Realität, die du damit selber schreibst. Das hört sich irre an, aber wir beobachten es immer wieder, wie du deine Realität tatsächlich verändern kannst, indem du als allererstes anfängst, an diese neue Realität zu glauben. Da können wir natürlich von 2 Richtungen von rangehen. Ja. Wir können dir erstmal zeigen, dass du schon längst attraktiv bist, dass ganz viele Frauen dich mögen, sodass du von der Realität überzeugt wirst. Das ist eine Möglichkeit. Das ist die, auf die wir alle warten. Das ist die, auf die wir alle hoffen. Und wenn wir es nicht sehen, dann sind wir in diesem Strudel, in diesem Kreislauf von, oh Gott, keiner mag mich, keiner findet mich attraktiv, werde ich immer einsam sein, werde ich immer alleine sein. Da geht es einen ganz, ganz schwierigen Weg raus, wenn du einmal in diesem Strudel gefangen bist. Denn du musst realisieren, dass das Gedanken sind, die sich immer wieder selber bestätigen. Dann suchst du nämlich nach Beweisen dafür und findest sie auch. Wir müssen diesen Strudel in der Mitte durchschneiden, durchtrennen und dir ganz viel andere Hinweise geben, dass das vielleicht ganz anders aussieht und du eigentlich viel besser ankommst bei Menschen und bei Frauen, als du eigentlich glaubst. Ja? Das können wir machen, indem du anfängst, die Beweise dafür zu sehen, dass du attraktiv bist, dass sie dich mag. Zum Beispiel in diesem Fall ist das, wenn sie dich nicht beachtet, so irre sich das auch anhört, aber die gute Frau sagt es ja selber, dann handelt es sich vielleicht einfach um eine schüchterne Frau, die sich nicht traut, mit dir zu sprechen. Und das bedeutet, sie mag dich. Das heißt also,
Es besteht die Möglichkeit, dass sie so schüchtern ist, dass sie nicht mit dir redet, aber dich eigentlich mag. Oder dass sie dich noch gar nicht wahrgenommen hat, weil sie noch nicht wusste, dass du da bist. Aber in beiden Fällen gehst du davon aus, dass sie dich mag und du wirst viel mehr Erfolg haben, wenn du dann mit ihr redest. Das sind Gedanken, die werden dir dann in jeder Situation bei Frauen auch weiterhelfen. Ich habe mit so vielen erfolgreichen Männern gesprochen, sei es im Beruf oder natürlich auch bei Frauen in der Beziehung, die eine richtig tolle Partnerschaft aufgebaut haben, und alle sagen dir dasselbe. Du musst natürlich auch dran glauben. Ja? Was wir im Coaching machen, ist, dass wir von beiden Richtungen an diese Sache herangehen. Wir geben dir ganz viele Beweise, das heißt, wir bringen dich in Situationen, in denen du wieder siehst, dass du attraktiv bist, also Beweise wahrnimmst, wo Leute auf einmal anders auf dich reagieren, sie lachen, sie wollen dich nicht gehen lassen. Bei uns legendär in der Woche 4 im Coaching merken immer die Männer, oh wow, ich rede auf einmal mit Frauen und sie wollen mich nicht gehen lassen. Das ist ganz komisch, es ist schwierig, das jetzt zu realisieren. Ich habe gerade vor ein paar Tagen mit einem unserer Teilnehmer gesprochen, der hat gesagt, ja, es ist komisch, ich weiß nicht genau, warum sie mich nicht gehen lassen wollten, aber irgendwie, ja, wollten sie nicht, dass ich gehe und wollten noch da bleiben, und eine wollte ihm sogar seine Nummer geben. Und das sind einfach nur Beweise, die es schwierig sind, in dem Moment erstmal wahrzunehmen als Beweise dafür, dass du attraktiv bist. Aber das sind sie. Das sind sie. Und nach, das ist ein Satz, auf den ich mich immer freue, im Coaching den Männern zu sagen, nach und nach darfst du einfach mal irgendwann realisieren, dass du ein geiler Typ bist. Irgendwann kannst du dich nicht mehr vor dieser Realität verstecken. Irgendwann siehst du nun mal überall Beweise dafür. Und dann ist es auch so geworden. Ja, ich meine. Und das ist genau der Zeitpunkt, wo du dann anfängst, dass deine Wahrnehmung sich komplett ändert. Und das ist ein Geschenk an dich selbst. Ja. Kann ich selber bestätigen. Ja. Dieses Geschenk wollen wir dir ermöglichen. Ja, ich möchte, dass du wieder an dich anfängst zu glauben. Nicht, weil es einfach nur so ein dahergelaberter Spruch ist, hey, glaub doch mehr an dich, sondern weil du das wirklich ganz strategisch, ganz analytisch angehen kannst. Deswegen wollte ich dir dieses Video zeigen von dieser Frau, weil sie gibt dir einen definitiven Grund dafür, dass du recht haben könntest, dass sie in der Tat dich mag und dass es Quatsch ist, dass sie nicht mit dir redet, weil sie dich nicht mag, sondern weil sie schüchtern ist. Und wer will es ihr verübeln? Du bist doch auch schüchtern. Warum darf eine Frau nicht auch mal schüchtern sein? Also, mein Lieber, sieh es als Selbstbewusstsein förderndes Verhalten an, für dein Selbstbewusstsein, und somit wirst du auch selbstbewusster damit umgehen. Natürlich müssen wir da von beiden Richtungen herangehen. Ja? Einfach nur daran zu glauben, wird dir nicht viel bringen, wenn du dann nicht mit ihr redest. Und wenn du nicht herausfindest und nicht siehst, dass sie dich auch mag. Das heißt, wir müssen von beiden Richtungen rangehen. Du musst auch erleben, dass Frauen auf einmal ganz anders auf dich reagieren. Ja? Solche Sachen, wie jetzt gerade die Männer im Coaching erleben. Der Jan hat was richtig Tolles diese Woche erlebt. Du hast auch schon gesehen, gell, Makako? Ja, habe ich auch gesehen. Ja. Willst du es erzählen? Mega schön. Zwei Dates an einem Tag hat der Gute erlebt. Und bei einem dieser Dates hat er sie direkt beim ersten Date geküsst. Das war, der Gute ist Ende 30. Ja, der hat sowas noch nie in seinem Leben erlebt. Dass er beim ersten Date schon das Selbstbewusstsein hatte, sie zu küssen. Aber er hatte es, weil wir in den letzten Monaten so auf diesem Selbstbewusstsein aufgebaut haben. Eine Erfolgsstory nach der anderen hat er erlebt. Und schließlich kann er sich dem nicht mehr entziehen. Er hat einfach irgendwann realisieren müssen, anscheinend bin ich so attraktiv, anscheinend kann ich es mir erlauben. Ich küsse sie jetzt einfach beim ersten Date. Und sie hat mitgemacht. Natürlich hat sie das. Ja? Und ich weiß, da gibt es sehr viele Glaubenssätze auch genauso. Hey, aber zwei Dates in einem Tag, so einer bin ich nicht. Ich bin doch keiner, der Frauen verletzen möchte, und das könnte ja ganz komisch rüberkommen. Was ist, wenn sie mich sieht mit der anderen Frau und so weiter und so fort. Und viele Männer fragen dann, ja, aber ich möchte so nicht ankommen. Ich möchte so nicht rüberkommen. Und die Frage zurück an dich ist, wie möchtest du denn ankommen? Wie möchtest du denn rüberkommen? Was für ein Mann willst du denn sein in den Augen dieser Frau? Und wenn du noch nicht begonnen hast, ihr zu zeigen, dass du dieser Mann bist, dann brauchst du dir jetzt keine Sorgen machen, dass sie irgendwas anderes an dir wahrnimmt oder nicht wahrnimmt. Denn du hast dich immer noch nicht in ihr Leben begeben. Du hattest diese Woche noch nicht dieses Date, auf das du dich gefreut hast. Stimmt's? So, wenn du immer noch nicht mit dieser Frau auf dem Date warst, die du magst,
und er immer noch nicht, oder du warst auf dem Date, aber es ist nicht weitergegangen als dieser eine typische Schritt, wo du niemals drüber hinauskommst. Nie in das Sexualisieren oder in die Intimität, in diese schönen Sphären. Wenn das noch nicht passiert ist, dann brauchst du dir keine Sorgen zu machen, wie du ankommst, denn offensichtlich bist du auf ihrem Radar irgendwo, aber noch nicht da, wo du sein solltest. Also müssen wir ganz woanders ansetzen, dass du überhaupt dahin kommst, dass du sie beim ersten Date küssen kannst. Das ist viel wichtiger. Wenn du ankommst, musst du erstmal losgehen. Richtig, loslaufen. Und dabei können wir dir unterstützen, aber ich möchte, dass du selber für dich realisierst, du, mein Lieber, du hast dieses Leben verdient. Es gibt super viele Gründe, heutzutage Angst zu haben. Super viele Gründe, die dir sagen, dass du dich lieber verstecken solltest, dass das Leben ganz, ganz gefährlich ist und dass du jetzt lieber mal peu à peu Piano Piano machen solltest. Aber wenn du so weitermachst, wird halt dein restliches Leben lang nichts passieren. Der Jan ist Ende 30 und hat das jetzt erst zum ersten Mal erlebt, dass er eine Frau beim ersten Date küssen konnte. Das kannst du schon viel früher, wenn du noch jünger bist. Und wenn du älter bist, die Zeit rennt weg. Ja, du darfst es, aber du musst jetzt damit loslegen, okay? So. Das ist das erste Anzeichen, dass die schüchterne Frau auf dich steht, denn sie redet mit jemandem anderen außer mit dir. Und jetzt wollen wir mal gucken, was die Gute sagt. Was ist denn noch ein Anzeichen ihrer Meinung nach? Sie schaut dich oft an. Jeder kennt es, wenn man einen Crush hat, dann schaut man die Person gerne und auch oft an. Und wenn du merkst, dass die Person dich anschaut und dann schnell wegschaut, weil sie verlegen ist, dann ist es ein gutes Zeichen, dass die Person dich mag. Okay, perfekt. Das Ping-Pong-Spiel. Ja, sehr interessant, weil wir haben für dich nachher noch ein Video und da sagt sie genau das Gegenteil. So, wir wollen dir jetzt einfach mal die Realität mitgeben. Ja, denn die Realität ist diese. Das Ping-Pong-Spiel, wie du gerade so schön gesagt hast, Makako, das bringt uns nirgendwo hin. Ich hab gerade heute wieder einen Kommentar gelesen von einem von euch hier auf YouTube, der quasi einen Roman geschrieben hat darüber, wie die Situation in der Bushaltestelle und im Bus war mit dieser einen Frau, die er gesehen hat. Und dann hat sie zu ihm geschaut und dann hat sie beim nächsten Tag nicht mehr zu ihm geguckt und ist an ihm vorbeigegangen. Aber er weiß genau, dass sie ihn davor angeguckt hat. Jetzt hatte sie ihn wieder angeguckt und er beschreibt da im Detail immer wieder dieses Hinschauen, Nicht-Hinschauen und fragt mich, was hat das Ganze wohl zu bedeuten? Mein Lieber, du hast da eine Geschichte beschrieben, die sehr, sehr lang und sehr ausführlich ist, aber die ist rein in deinem Kopf passiert. Welche Geschichte möchtest du denn wirklich erleben? Die, die in deinem Kopf passiert, und soll ich dir jetzt noch ein paar Kommentare und Ideen dazu geben, was das zu bedeuten hat, damit diese Geschichte in deinem Kopf mehr Form annimmt? Ich kann dir dazu noch viel mehr sagen, was das bedeuten könnte und so weiter. Aber welche Geschichte willst du denn schreiben? Was möchtest du denn erleben mit dieser Frau? Möchtest du es, dass es weiterhin für die nächsten 4 Jahre ein Blickkontaktbeziehung ist? Natürlich nicht. Was musst du also tun, damit die Beziehung aufs nächste Level geht? Denn je mehr du darüber nachdenkst, ob sie dich mag oder ob sie dich nicht mag und ob das jetzt ein Zeichen von Zuneigung war oder nicht, desto mehr wirst du dich zurückhalten, wirklich in die Handlung zu gehen, auf sie zuzugehen und es einfach mal herauszufinden. Es oder gibt, es vielleicht halt auch mal anzusprechen. Ja, richtig. Ganz genau, es anzusprechen. Es gibt 3 Sekunden, die du in jedem Moment, wo du dich selber ertappst dabei, jetzt wieder in diese Gedanken zu kommen, 3 Sekunden, die du nicht verpassen solltest. Diese 3 Sekunden sind die, in denen du deinen Kopf noch ausschalten kannst. Du siehst sie, sie schaut zu dir her, sie schaut nicht zu dir her, du bist dir nicht sicher, da kommen wieder diese Zweifel, du hast jetzt genau 3 Sekunden Zeit. Hör auf diese Gedanken Wert zu legen und finde es heraus. Innerhalb von 3 Sekunden läufst du einfach los, du vertraust dein Bein, gehst zu ihr hin und sagst einfach Hi. Und dann wird aus deinem Mund das kommen, was richtig ist. Vertrau mir, ich weiß, du sagst, aber Andi, was soll ich denn dann sagen? Und dann ich möchte mich doch nicht blamieren oder soll doch das Richtige rauskommen. Aber jetzt bist du schon längst wieder im Analysieren, schon längst wieder in dem, was könnte ich richtig, was könnte ich falsch machen. Es ist viel wichtiger, es einfach herauszufinden und danach dann zu analysieren, was war gut oder was war schlecht daran. Das können wir von mir aus gerne machen. Jeden Tag mache ich sehr gerne mit unseren Teilnehmern. Wir analysieren sehr viele. Wir analysieren ganze Chatverläufe mit euch. Das machen wir aber im Coaching. Und das machen wir vor allem deswegen, weil ich weiß, dass diese Männer, die bei uns im Coaching sind, auch echte Erfahrungen sammeln mit Frauen. Wir bringen sie nämlich dazu. Wir kicken ihnen dazu auch in den Arsch, notfalls mit Stahlkappe, damit sie auch mit dieser Frau dann reden.
und herausfinden, ob sie sie mögen, damit sie dann auch mit ihr auf ein Date gehen können, Nummern austauschen und sich dann auf einem Date treffen, wie jetzt, wie ich vorhin beschrieben habe, wie der Jan dann endlich mit dieser Frau sich getroffen hat und sie beim ersten Date geküsst hat. Das ist, was ich für dich möchte. Ich möchte dir nicht weiter mit diesen ganzen Geschichten irgendwas bestätigen, was in deinem Kopf passiert. Dein Kopf hat dich bisher fast nur zurückgehalten, davor im echten Leben Erfahrungen zu sammeln. Also hör doch mal für eine Weile nicht mehr auf deinen Kopf und hör mal für eine Weile mehr auf deine Intuition. Und wenn deine Intuition und dein Kopf schwer voneinander zu unterscheiden ist, weil die beide ganz viel zu sagen haben, dann hör auf niemanden. Mach. Finde heraus, was das echte Leben für dich im Petto hat. Ja? Ich helfe dir natürlich sehr gerne dabei. Es gibt ganz viele Sprüche, die du sagen kannst, ganz viele Fragen, die du erstellen kannst. Da haben wir komplette Gesprächsleitfäden, damit du genau weißt, in welcher Situation du wann was genau sagen kannst, um dann auch dieses Leuchten... Das Einfachste, was du sagen kannst, damit sie dann auch dieses Leuchten im Gesicht dir zeigt. Ja? Und das machen wir für dich. Das Einfachste ist erstmal halt zu sagen. Nochmal bitte? Das Einfachste ist erstmal Hi, Hallo zu sagen. Ja. Wenn die gar nichts anderes ist, Hi. Und dann kommt das Nächste, was kommen muss. Und manchmal ist es auch am einfachsten, den Elefantenraum anzusprechen und sagen, Hi, guter Hi, guter Blickkontakt. Und dann geht's weiter. Toller. So wie es weitergeht. Tolles kleines Vakuum-Beispiel. Ja. Vakuum, eines dieser Flirt-Elemente, mit denen du Anziehung aufbauen kannst. Was ist das, was Makako gerade beschrieben hat? Hi, Vakuum, guter Blickkontakt. Du kommentierst den Blickkontakt, ist sogar noch ein Flirtelement, du hast den Elefanten im Raum angesprochen. Ganz viele Beweise dafür, dass du ein attraktiver Mann bist. Sie weiß, aha, er ist sozial, er hat gemerkt, dass wir gerade Blickkontakt haben. Es könnte komisch für mich sein, deswegen spricht er das extra auch an. So viele Sachen, die du zeigen kannst, damit sie weiß, dass du jemand bist, bei dem sie sich gut aufgehoben fühlen kann. Das kannst du machen, da haben wir noch ganz viele andere Sätze für dich im Petto. Wenn du sie wissen willst, wenn du wissen willst, was du in dieser Situation konkret sagen kannst, einfach nur als Starter, ja. Das Ziel ist nicht, dass du von mir ganz viele Sätze abkopierst, sondern dass du deinen eigenen Stil entwickelst, dass du herausfindest, wie attraktiv du eigentlich bist und du selbstbewusst dann auch in jeder Situation mit Frauen umgehen kannst. Weil irgendwann werde ich nicht mehr da sein. Irgendwann werde ich nicht auf dem Date da sein, um dir dann im Date genau zu sagen, was du jetzt machen sollst. Ich werde dann auch nicht sagen, wenn du dann vor der Frau stehst, vor dem Traualtar und sie fragt dich, okay, willst du mich heiraten? Du wirst selber wissen, was du sagen solltest, ja. Also, irgendwann werden wir nicht mehr dabei sein und dich darauf vorzubereiten, in jeder Situation souverän mit Frauen umgehen zu können, damit du das bekommst, was du wirklich möchtest, nach deinen Werten. Das ist unser Job. Und solche Sprüche, solche Sätze, die gehören zu unserem Job dazu, als Starter. Als Starter, das ist wie das Dreirad, wo du erstmal die Stützräder hast und dann irgendwann schmeißt du die Stützräder weg und kannst Fahrrad fahren. So, wenn du wissen willst, welche Startersprüche wir alle für dich haben, für die ganzen Situationen, auf dem Date, am Arbeitsplatz, unter Freunden, dann geh auf www.interessewecken.de. Ich habe es dir hier verlinkt. Schau dir das Video auf der nächsten Seite an und erfahre, wie ich dir dabei helfen kann. Ja, interessewecken.de, das ist der günstigste Flirtkurs, den du überall finden kannst. Und der intensivste. Wir werden nämlich dort gemeinsam mit dir daran arbeiten. Live in Coaching Calls. Also mein Lieber, geh auf interessewecken.de, zieh's durch. Fang damit an, probier es aus. Ja, wir laden dich ein, werd Teil der Familie, werd Teil der Flirt-Spezialisten. Schau es dir einfach mal an. Sie wird eine Ausrede finden, um in deiner Nähe zu sein. Zwar wird sie nicht versuchen, direkt eine Konversation mit dir zu starten, aber sie wird versuchen, so oft es geht, in deiner Nähe sein zu können. Habe ich schon oft erlebt. Gerade wenn sich viel bewegt, im Nachtleben, im Barleben, kannst du das sehr schnell beobachten, wenn Frauengruppen immer ein Stückchen näher und ein Stückchen näher und ein Stückchen näher zu dir kommen. Das ist immer ganz interessant dann zu sehen, weil natürlich könnte es sein, ich weiß, da kommt der ein oder andere jetzt auf den Gedanken, das muss doch nichts mit dir zu tun haben. Es kann auch sein, dass sie einfach nur näher kommt, weil sie näher an die Bar will oder was weiß ich, den Platz wechseln will. Natürlich, so könnte man es sehen. Oder wir sehen das Ganze selbstbewusstseinsfördernd, bedeutet, dass ich annehme, dass genau das, was diese hübsche Dame da sagt, wahr ist. Nämlich, dass sie Stückchen, Stückchen, Stückchen näher kommt, um in meiner Nähe zu sein. Und wenn ich das annehme, dann habe ich, wie schon gesagt, bessere Chancen. Dann fühle ich mich selbstbewusster, sicherer und damit wird es auch eher klappen. Also, sieh alles von einer Frau, ihr ganzes Verhalten dir gegenüber, erstmal als Zeichen
ihrer Schüchternheit, ihrer Zuneigung zu dir und du wirst dich sicherer fühlen. Ja? Wir sagen dazu immer, interpretiere alles von einer Frau als Flirtversuch. Heißt das, dass sie immer mit dir flirten wird? Nein. Aber wenn du alles als Flirtversuch siehst, wirst du souveräner mit ihr reden können, schlagfertiger sein und auch attraktiver. Das heißt, du erschaffst dir dadurch deine Realität. Du erschaffst einfach die Situation, die du gerne hättest, indem du schon von Anfang an davon ausgehst, dass sie zu deinen Gunsten verlaufen wird. Ja. Schau mal, du kannst alles sehen als Beweis dafür, dass du ins Handeln kommst, um maximal schöne Momente im Leben zu erfahren. Jedes einzelne Zeichen. Ich habe diese Frau vorhin schon mal gesehen, jetzt ist sie 10 Meter näher gekommen. Okay, ich spreche sie an. Hi. Ja. Pirschst du dich ran? Genau, ja. Sehr viele Situationen, die in meinem Leben ungenutzt waren, weil ich nicht verstanden habe, was da passiert. Und ich als junger Mann einfach gedacht habe, warum ist sie jetzt hier neben mir? Keine Ahnung. Ich habe die Signale einfach nicht erkannt, nicht gewusst. Hätte es damals solche Videos wie jetzt gegeben oder solche TikToks wie jetzt gerade, dann hätte ich wahrscheinlich damals schon 10 Jahre früher diesen Job hier begonnen, weil ich 10 Jahre früher schon gewusst hätte, wie es endlich funktioniert. Also mein Lieber, nutz das, was du hier hörst, nicht einfach nur als Wissen, sondern nutz es als Herausforderung, in diesen Situationen ein klein wenig mutiger zu sein. Nur ein klein wenig, du brauchst gar nicht der Mutigste auf der Welt sein. Da gibt es genügend andere Menschen, die noch viel ängstlicher sind als du. Das heißt, die Konkurrenz ist gar nicht so riesig. Auch wenn wir Leute sehen, die im Vordergrund stehen, wo wir glauben, boah, der hat es so leicht oder sie hat es so leicht. Du kennst ihre Geschichten nicht. Ich kenne sehr viele dieser Geschichten, weil ich mit diesen Männern zusammenarbeite, die vermeintlich so toll aussehen und so groß sind und so reich. Wir haben viele Kunden, die bei uns mehrere tausend Euro hinterlassen, die reich sind. Ja? Millionäre waren darunter dabei. Und die haben keinerlei Vorteil gegenüber dem 40-Jährigen, der gerade als Schichtarbeiter bei uns angefangen hat und nicht genau weiß, wann er tagsüber mit Frauen sprechen soll. Keinerlei Vorteil hat der Millionär ihm gegenüber gehabt. Keinerlei Vorteil. Im Gegenteil. Der Millionär hatte sogar noch viel mehr Ängste und war Jungfrau. Ja, mit Mitte 40. Und der Schichtarbeiter, an den ich jetzt gerade denke, der... Disclaimer, das bin ich. Nee, das ist er nicht. Der hat es geschafft, seine Traumfrau kennenzulernen, hat sie angesprochen, er hat sie gesehen, ist auf sie zugegangen, hat ihr Hallo gesagt, hat ein Gespräch mit ihr angefangen. Alle anderen haben sich gefragt, wie kann er das machen, worüber reden sie, was hat er ihr gerade gesagt? Und jetzt, 2 Jahre später, treffen sie sich immer noch, ja, und schlafen miteinander, zu deiner Information. Ja. Das heißt, er ist nicht in der Friendzone, sondern er hat es geschafft. Diese Frau, für die er früher die Hand ins Feuer gelegt hätte, dass er maximal mit ihr befreundet wäre, zu seiner Partnerin zu machen. Zu einer Beziehung, wo er wirklich glücklich ist, wo er auch darauf Acht gibt, dass seine Bedürfnisse gestillt werden und ihre Bedürfnisse gestillt werden. Win-win auf Augenhöhe. Ja, das ist das Ziel. So, lange Rede hier, aber zurück zu diesem Sinn, auf den sie gerade gesprochen hat, den sie gerade genannt hat. Wenn du merkst, dass eine Frau dir immer näher kommt, nimm es als Flirtversuch wahr. Nicht einfach nur als Zeichen dafür, dass sie schüchtern ist, sondern geh einen Schritt weiter. Nimm es als Flirtversuch wahr. Was Makako gesagt hat, ist ein toller Einstieg ja, in so ein Gespräch. Was ich dann auch schon mal gesagt habe, ist, sag mal, wie lange glaubst du, würde es normalerweise dauern, bis ich zu dir komme, um mit euch zu sprechen? Oder wie oft merkt das eigentlich ein Kerl und geht dann auf euch zu. Ja? Das sind Wege, mit denen du den Elefanten im Raum ansprechen kannst, um die Situation ganz locker zu machen, weil sie merkt, dass du ein soziales Verständnis hast dafür, was gerade passiert ist. Du hast auch direkt eine kleine Wirblase erschaffen, weil du gemerkt hast, dass sie wegen dir näher gerückt ist. Aber du hast sie nicht bloßgestellt. Du hast es nicht komisch gemacht. Ja, und das macht es souverän, macht es ganz charmant und dann kannst du mit ihr reden und dann setzt du dich zu ihr hin oder kommt auf die Situation an, ihr unterhaltet euch und dann kann mehr passieren, okay? Natürlich gibt es beim Kennenlernen Momente, in denen du dann gefragt bist, in denen dein Impuls gefragt ist. Und das ist einer dieser Momente, ja? Nutz die Chance vor dir.
Es ist okay, schüchtern zu sein. Als Mann. Es ist okay. Du bist damit nicht weniger wert. Du hast damit auch nicht weniger Chancen oder schlechtere Karten. Denn ich kenne auch sehr viele extrovertierte Männer, die es aber nicht hinbekommen, weil sie keine Ahnung haben, wie sie dann in diese sexuelle Energie reinkommen mit der Frau. Sie werden halt sehr oft Freunde mit ihnen, aber nicht in die sexuelle Ebene. Und das heißt, du hast keine schlechteren Karten als andere. Okay? Du darfst dich trauen, sei nur 5 Sekunden länger mutig als die anderen. Und du wirst sehen, mit dieser neuen Gewohnheit kann dein Leben sich komplett verändern. Ja. So. Selbstbewusstseinsförderndes Interpretieren. Hören wir uns den letzten Punkt von ihr an und dann haben wir noch ein weiteres Video, was alles, was du gerade gehört hast, komplett auf den Kopf stellen wird. Deswegen unbedingt dranbleiben. Okay, was ist das letzte Anzeichen? Online kommuniziert sie mehr mit dir. Oftmals fällt es schüchternen Menschen sehr schwer, eine Konversation zu starten oder zu führen, weil sie Angst haben, dass ihnen nichts einfällt oder einfach zu nervös sind. Und online ist diese Hürde einfacher zu überwinden. Dieser Punkt ist komplett falsch. was nicht heißen soll, dass das bei ihr nicht so ist. Also ich glaube, dass diese Frau in diesem Punkt tatsächlich von sich selber auf andere geschlossen hat. Und das heißt nicht, dass das immer falsch ist. Es gibt bestimmt Menschen, die, wie sie beschrieben hat, online dann mutiger sind oder auf einmal souveräner sind, aber aus eigener Erfahrung und aus den Erfahrungen von unseren Kunden können wir dir sagen, das ist meistens nicht der Fall. Ja, wenn eine Person in Person schon schüchtern ist und nicht weiß, was sie sagen soll, dann ist das beim Schreiben erst recht der Fall. Kennst du von dir selber? Welche Online-Konversationen haben bei dir schon erfolgreich gestartet, wo du dann wusstest, hey, ich weiß genau, was ich jetzt sagen soll und dann komme ich dazu, mich mit dir zu treffen und das wird auf jeden Fall was. Wie oft ist das passiert? Genau. Deswegen empfehlen wir auch nicht Online-Dating als deine primäre Quelle von Dates. Ja? Online-Dating ist genauso wie irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel ein Ergänzungsmittel. Ich sage dazu ein Dating-Ergänzungsmittel. Es hilft dir, es hilft. Ich will das gar nicht abstreiten, dass Online-Dating auch zu erfolgreichen Beziehungen führen kann. Ich habe meine Freundin online kennengelernt. Ja? Musst du dir mal vorstellen. So viele Frauen schon im Leben angesprochen, persönlich kennengelernt und dann habe ich sie online kennengelernt. So, Dating-Ergänzungsmittel können funktionieren. Und wir sind jetzt schon 8 Jahre zusammen. Dating-Ergänzungsmittel können funktionieren, aber sie sind ein Ergänzungsmittel. Du musst wissen, wie du in Person mit Frauen reden kannst und attraktiv dich verhältst, sodass sie mehr von dir möchte. Denn wenn du das in Person nicht kannst, dann wirst du es erst recht nicht schriftlich können. Wir sehen es ja immer wieder bei den Männern, die gerade im Coaching bei uns loslegen. Sie haben ganz viele Erfahrungen vom Online-Dating und versuchen es dann ins echte Leben zu übertragen. Aber wenn du dort schlechte Erfahrungen gemacht hast, dann wird dich das noch mehr, noch unselbstbewusster machen, weil du online dann das Gefühl hattest, alles klar, ich hatte nur 2 oder 3 Matches oder nur eine und ich habe es bei ihr nicht hinbekommen. Wie unattraktiv muss ich denn bitte sein? Ich habe doch überhaupt keine Chance bei den Frauen, die ich mag. Und das ist, ist das Schwachsinn, ja? Das ist absoluter Bullshit. Da bist du die ganze Zeit von dem Algorithmus abhängig gewesen oder davon, dass du einfach, und das ist okay, denn die meisten Männer sind nun mal sehr technisch versiert, smart, intelligent, aber haben nicht so den ästhetischen Sinn für was sieht gut aus und können sich also nicht gut in Szene setzen. Das heißt, die meisten Männer haben einfach, muss man so sagen, bescheuerte Fotos. Schlechte ganz, Fotos. Ganz schlechte Fotos. Damit wird einfach nicht gut verkörpert, was für ein interessanter Mann du eigentlich bist. Und da können wir auf jeden Fall dir dabei helfen, bessere Fotos zu machen. Aber der erste Schritt ist nicht, dass du bessere Fotos hast, sondern dass du weißt, wie du flirten kannst. Und deswegen, wenn du dann online schlechte Erfahrungen machst, weil sie nicht antwortet, weil sie vielleicht genau sie ist und schüchtern ist. Ja? Oder nee, sie hat ja gesagt, dass sie dann online besser reden kann. Aber wenn du schlechte Erfahrungen online gemacht hast, dann weißt du ganz genau, es hilft dir nicht mit deinem Selbstbewusstsein. So, lass uns weg von irgendwelchen digitalen Fantasiegebilden, genauso wie dieses, hey, hat sie mich angeguckt, hat sie mich nicht angeguckt, dieses Fantasiegespinst, was dich nicht weiterbringt. Komm wieder in die echte Welt zurück. Lass uns darüber reden, wie du in der echten Welt diese Frau, die jetzt gerade vor dir steht, von dir verzaubern kannst. Auf der Arbeit, im Freundeskreis. All diese Sachen sind möglich. Ja? Du kannst es lernen. Du kannst lernen, wie du mit ihr flirten sollst. Du kannst genau lernen, was du wann sagen sollst, ohne dich zu blamieren. Du weißt dann immer, was du sagen sollst. Du hast das dann auch in der Hosentasche, ganz sicher. Können wir dir geben. Ich möchte, dass du jetzt gerade aber zunächst mal einfach realisierst,
dass dein Selbstbild, was du online vielleicht von dir bekommen hast, nicht stimmt. Du bist attraktiv, du bist ein liebenswerter Mensch. Und du bist längst bereit, die ganzen Schritte, die wir jetzt aufgezählt haben, schon zu machen. Ohne Vorbereitung ins kalte Wasser zu springen und dir die ersten Erfahrungen zu holen. Und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Ja, wunderschön gesagt. Das ist genau der Punkt. Oftmals fühlen wir uns so unvorbereitet, glauben, ich bin noch nicht bereit dazu, ich muss noch ganz viel an meinem Selbstbewusstsein arbeiten, ich will jetzt erstmal beruflich weiterkommen, ich will das erst regeln mit dem Haus, ich ziehe jetzt gerade aus, ja, ich rede mit dir, Michael, ich ziehe jetzt gleich aus, weil ich habe diese schreckliche Trennung hinter mir und ich muss es noch regeln, wie wir das mit den Kindern machen und so weiter und so fort. Es wird immer, immer, immer irgendwann der späte Zeitpunkt sein. Es ist nie jetzt gerade, denn immer ist irgendwas, kommt irgendwas dazwischen. Das ist dein Unterbewusstsein, das dich zurückhalten will vor dem wirklichen Glück. Jetzt, jetzt ist dein Leben. Nutze es. Morgen wirst du eine Situation haben, in der eine Frau in deiner Nähe ist, wo du denkst, sollte ich oder sollte ich nicht? Und rat mal, was die Antwort ist. Solltest du oder solltest du nicht? Solltest du auf sie zugehen? Ja, Mann. Oder solltest du nicht auf sie zugehen? Ja, Mann, genau. So. Ja, Mann, weil die zweite Frage, die du dir stellen wirst, ist zu Hause, hätte ich es tun sollen oder hätte ich es nicht tun sollen? Ja, und dann können wir uns wieder im Kopf irgendwo in welchen Hirngespinsten bewegen, die dich aber kein Stück weiterbringen, okay? Wir handeln, wir wollen Resultate. Im Coaching schauen wir nur auf eine Sache. Hat derjenige Dates? Hat derjenige Dates mit den Frauen, die er mag? Nicht einfach nur mit irgendwelchen Frauen, mit den Frauen, die er mag. Das ist, worauf wir achten. Wir wollen, dass du diese Beziehung hast. Schauen wir noch mal ein paar Fotos an hier von unseren glücklichen Teilnehmern. Wir haben noch sehr viel mehr. Ich muss jetzt auch mal ein paar weitere Fotos drucken, damit wir dir noch viel mehr Fotos hier auf der Wand hinballern können von den ganzen Teilnehmern, die ihre Partnerin gefunden haben. 144 Männer haben bei uns, bei den Flirt-Spezialisten in den letzten Jahren ihre Partnerin gefunden. Schau dir das Video dazu an, wie du das ebenfalls schaffen kannst. Klick mal hier hin, find heraus, wie du bei den Flirt-Spezialisten genau die Partnerin, die du schon immer wolltest, finden kannst. Und zwar, indem du in deinem Alltag selbstbewusster mit Frauen umgehst. So, jetzt klingelt hier gerade etwas und das muss ich ausmachen. Mein Neffe hat auch schon letzte Woche Geburtstag gehabt. So ein Alarm, so ein Quatsch, muss ich ausstellen. Hättest du vor 6 Wochen ausschalten sollen. So, komm auf interessewecken.de, schau dir an, wie wir dir dort helfen können, zu dieser Traumfrau zu kommen und wie du vor allem in jeder Situation mit Frauen genau weißt, was du sagen sollst. All diese Beispielsätze haben wir für dich vorbereitet. So, wir wollen jetzt wissen, was die zweite Frau vorbereitet hat. Denn die zweite Frau wird dir jetzt gleich etwas sagen, was in dem ganzen Kontext, den wir jetzt gerade behandelt haben, echt witzig ist. Also, lass uns mal anhören, was diese Dame zu sagen hat. So merkst du es, ob ein Shy Guy auf dich steht. Eine Person, die schüchtern ist, die kommt ja nicht einfach so zu dir her. Ne? Die ist hier nicht so hier am Ankommen und sagt dann so, hey, du geil. Nee, das macht sie nicht. Sondern ein Shy Guy guckt immer mal zu dir rüber, aber immer, wenn du nicht hinschaust. Also das heißt, du wirst es auch nie sehen oder ihn nie dabei wirklich ertappen, dass er dich anschaut. Aber was macht er jetzt? Er kommt immer ein bisschen näher und zwar in Etappen. Also er schleicht sich sozusagen tatsächlich wirklich an. Das heißt, wenn ihr miteinander auf einer Party seid, alles so in der Clique und da so. Das heißt, das, was sie gerade beschrieben hat, dass das der schüchterne Kerl, das ist ja 1:1 das, was die Frau davor beschrieben hat, was schüchterne Frauen machen. Sie nähern sich Stück für Stück für Stück für Stück an dich ran, also sowohl Männer als auch Frauen, und denken dann, okay, der andere muss das doch jetzt merken. Das heißt, sowohl Frauen als auch Männer, wenn du schüchtern bist und sie schüchtern ist, dann werdet ihr euch beide aneinander annähern vielleicht und keiner macht den ersten Move. Das kann so nicht funktionieren. Du merkst, das System funktioniert so nicht. Du, als der Mann, der dieses Video schaut, ich habe es schon mal in einem der anderen Videos gesagt, wer sollte den ersten Schritt machen, Mann oder Frau? Völlig egal, wer den ersten Schritt macht. Der Erste, der den ersten Schritt machen sollte, das bist du.
bist du. Du schaust dieses Video gerade an. Du willst ein neues Leben. Du willst eine neue Realität schaffen. Du willst die Geschichten in deinem Buch des Lebens so füllen, dass du für den Rest deines Lebens zurückblickst und mit einem Lächeln im Gesicht zurückblätterst, was für tolle Sachen du erlebt hast und was für tolle Frauen du kennengelernt hast und wie das erste Date mit der Frau war, mit der du jetzt gerade einschläfst und du Enkelkinder hast. Das sind die Geschichten, die es sich lohnt zu lesen in deinem Buch der Erinnerung. Und die fangen wir jetzt an zu schreiben. Dazu ist es wichtig, dass du die Initiative ergreifst. Nicht wartest, dass das Schicksal die Initiative ergreift. So süß, wie Menschen glauben, okay, sie geht ja jetzt ein paar Schritte auf mich zu, dann muss ich es nicht machen. Nein, mein Lieber, genau dann bist du gefragt, wenn beide schüchtern sind. Okay, schauen wir uns dann mal den Rest an. Euer Crush jetzt plötzlich da, jemanden, den ihr ganz toll findet, derjenige aber sehr schüchtern ist, dann geht der immer öfters mal an euch vorbei. Oder er kommt mit der Gruppe immer wieder ein bisschen näher zu euch hin. Also plötzlich steht er dann neben euch und bestellt sich einen Drink. Was ihr jetzt machen könnt, ist einfach, dass ihr ihm ein Lächeln zuwerft, denn das zeigt ihm, dass ihr Interesse habt. Wenn es so einfach wäre, gell? Einfach ein Lächeln zu werfen und dann wird der Kerl schon wissen, oh, sie mag mich, okay, jetzt kann ich auf sie zugehen. Wie oft hast du das erlebt, dass eine Frau dich angelächelt hat und dass du dann auf sie zugegangen bist? Richtig. Die meisten Zuschauer gerade, selbst wenn eine Frau dich anlächelt mit so einem riesen Grinsen, dann sind die Gedanken, die du hast, doch, meint sie mich? Meint sie jemand anderen? Warum guckt sie so? Habe ich gerade irgendwas zwischen den Zähnen? Warum lacht sie mich etwa aus? Was ist hier los? Sie kann doch nicht mich meinen. Was meint sie damit? Mag sie mich? Was war das gerade? Und die ganzen Zweifel in deinem Kopf, die bringen dich wieder an dieselbe Stelle, wo du die letzten 30 Jahre warst. In Nirgendwoland. Es bewegt sich nichts nach vorne. So, schönes Video. Meint sie sehr lieb. Und ich hoffe, dass du natürlich dieses Lächeln, wenn du das Lächeln von der Frau siehst, dass du das dann auch als Flirteinladung wahrnimmst und auf sie zugehst und mit ihr redest. Aber wenn nicht, dann sind all diese Anzeichen, die du heute hier in diesem Video gesehen hast, egal. Vergangenheit. Ja, die haben dir dann gar nichts gebracht. Wir reden sehr gerne über diese Anzeichen. Ich helfe dir da auch sehr gerne dabei. Aber mein erster Job ist immer, dich dahin zu bringen, dass du auch was erlebst. Dass du nicht nur hier oben deine Storys erlebst, sondern im echten Leben, okay? So, mein Lieber, es ist ein neuer Tag. Ich möchte, dass du keine weiteren Videos anschaust, dass du nirgendwo hinklickst, auch nicht hierhin. Hol dir jetzt nicht unser Produkt, geh nicht auf die Flirt-Spezialisten, schau dir das Video dort nicht an, sondern schließ jetzt dein Handy, schließ dein Computer, geh raus und lern Frauen kennen. Bis dann.